Applaus. Und damit, Freunde, damit kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Dank, den wir loswerden wollen. Wir möchten uns bedanken bei den beiden Schauspielern, die ganz nah mit uns auf der Bühne gestanden haben. Gebt einen besonderen Applaus für Dorothea Kriegel und Christian Kühn. Und wenn uns das gefallen hat, dann habt ihr die Möglichkeit, Dorothea das nächste Mal zu sehen im Zickenzirkus vom 1. Mai bis zum 13. Mai läuft das hier in der Komödie Zickenzirkus. Dorothea ist mit dabei und wenn ihr heute rausgeht, bekommt ihr so einen Bon hier, 2 für 1, früher war 1 für 2, jetzt 2 für 1. Wow. Ja. 1 für 2 hat sich nicht durchgesetzt, jetzt 2 für 1. Also wenn ihr so ein Ding mitnehmen könnt, zu zweit gehen, noch einmal bezahlen, Zickenzirkus mit Dorothea. Und auch zum Christian möchten wir noch was sagen. Christian Kühn ist nicht nur der Intendant dieses Hauses, hat auch das Stück geschrieben, das ihr heute Abend gesehen habt. Er hat selber die Regie geführt und die meisten Rollen selber gespielt. Wir können quasi froh sein, dass er sich gleich komplett alleine gemacht hat. Christian Kühn. Und auf ihn könnt ihr noch mal erleben, und zwar in einem ganz grandiosen Stück. Wenn es jetzt immer wärmer wird, dann müsst ihr kühle Unterhaltung suchen. Machos auf Eis heißt das Erfolgsstück, in dem er mitspielt. Und das läuft vom 26. Mai, glaube ich, 26. Mai. Christian in Machos auf Eis. Geht hin und kühlt euch ab und lacht mal ordentlich mit Christian. So, wir werden uns jetzt gleich von euch verabschieden. Noch einen Song haben wir, dann wer möchte, kann sich noch mit uns auf ein Getränk da drüben treffen oder ein kleines Erinnerungsfoto machen, damit ihr morgen früh noch wisst, wo ihr heute Abend gewesen seid. Wir bedanken uns bei euch für den grandiosen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Rock'n'Roll!
gut!